Halli, hallo, hallülle, hier ist der Punika-Freak. Scheiße. Egal. Und heute habe ich einen Gast dabei. Eigentlich irgendwie fast wie immer, aber gut. Es ist natürlich wie immer das. Hallo! Mach mal an. Heute spiele ich Motocross Madness 2, die Profiserie. Ja, und ob ich versagen werde, aber gut. Nächste Woche oder so werden wir es wahrscheinlich auch zusammen spielen. Vielleicht. Mal sehen. Ich hoffe es doch. Ich drücke erstmal auf neue Serie. Klasse ist auch meinetwegen offen. So. Anzahl der Gegner, ach komm. Ja, maximale Anzahl. Ja, 10. Schwierigkeitsgrad, yeah. Auch normal. Lass mir ja, schwer, hardcore. Das kann man ja immer noch. So, Profiserie. Sind Sie bereit für eine Sind Sie bereit für ein Kräftemessen mit den Profis? Sie sollten aber ganz genau wissen, worauf Sie sich hier einlassen. Lass das lieber. Ich glaube auch. Der Weg an die Spitze ist sehr lang. Ihr Motorrad ist nicht gerade vom Feinsten. Oh, das war schade. Und ihre Schutzkleidung hält auch nur das Gröbste ab. Ja, sollte bestimmt auch. Bestimmt aus dem Sperrmüll. Und Secondhand-Shop und so. Bestimmt. Aber wenn sie sich durchbeißen, lecker, und sich beweisen, kommen sie womöglich bis ganz nach oben. Und das heißt, bessere Ausrüstung, bessere Bezahlung, bessere Sponsoren. Juhu! Aber eins nach dem anderen. Sie erhalten 5, was für Dinger? Enduros, das ist bestimmt Geld. Irgendwie die eventuelle Preisgelder sowie Auslagen für Reparaturen und Arztkosten. Wie, ich brauche einen Arzt? Hilfe. Viel Glück, Sie können es brauchen. Okay, weiter. Hoffentlich kommt nicht noch mehr Text. Ja, ist denn das Spiel schon? Weiß ich gar nicht. World. Das ist... Lass mich lügen. 2001, 2002 ungefähr. Ja. Also... Ich habe das schon sehr lange, würde ich mal sagen. Schon fast Retro. Steht das hier irgendwo? Egal, mach hier. Lass es spielen. Ja. Gut. Ach so, das ist ein Enduro ist ein Renntyp. Okay, gut. Ha, hätten wir das auch geklärt. Finanzstatus, Bargeld, 50.000. Reicher Mann. Option, nein. Einspieltrainingsfahrt, nein. Controller-Option, das ist schon mal gut. Ja. Nach links lenken. Das will ich aber auf A. Und nach rechts lenken auf... Was waren das für Einstellungen? Nach vorne legen ist W, ne? Nach hinten lehnen ist S? Hä? Ich verstehe gerade gar nichts. Ja, WASD, ganz normal. Nach vorne lehnen ist Pfeiltaste nach oben, so. Und hinten lehnen nach unten drücken, die Pfeiltasten. Ich habe keinen Bock. Hast du halt mit WASD gespielt? Ich bin Linkshänder, da wird es ein bisschen schwer dann. Oh, Stunts, ja genau, ich mach auch noch Stunts neben so... Ja, muss man ja, gibt mehr Punkte oder so. Ach, warte mal, dann muss ich das doch vielleicht andersrum machen. Ach, Mist. Nach links? Nein, das andere nach links. Willst du nicht einen Cut für die Einstellungen machen? So, dann hätten wir die Einstellung schon mal eingestellt. Dann die Einstellung eingestellt? Juhu! Und dann wollen wir uns mal den Bike und den Fahrer aussuchen. Ein Bike, was haben wir denn hier? Nimm alles in Pink. Pink ist geil. Ich glaube, manche Sachen kann ich ja nicht aussuchen, ne? Das ist ja... Wer Pink für schwul hält, der hat recht. Pink ist cool, Mann. Und schwul. Aber ja, mach mal weiter hier. Mach schnell. Hopp, hopp. Ja. Nämlich Ewigkeit. Dann nehmen wir mal diese blaue... Nein, nicht die 125. Die 250, die 400. Ach, keine Ahnung. Lila. Wir nehmen Lila. Du musst schließlich deine Fahrerausrüstung bald wieder zurückgeben, die ist nur ausgeliehen. Startnummer, ich will nicht Startnummer 101 sein. Nimm Startnummer, was ich nehme Startnummer 101. Nein, ich nehme einfach 18. So. Enter. Nein, nö, ich drück Enter und der macht noch eine... Hä? Achso, ich muss eine dreistellige Nummer nehmen. Dann mache ich 218. 999, muah. Nee, 218, warum auch immer. Punktestand. Oh, ich bin auf dem Nullten. Auf dem Nullten? Ich habe gar kein Bargeld. Ich habe 50 Bargeld. Kann man hier sonst noch was machen? Nächstes Rennen. Wo fahren wir denn? Rennen. Ankündigung. Willkommen bei den Profis. Oh Gott, schon bei den Profis. Hier einige Tipps. Achten Sie auf Ihre Ausgaben für Stadtgebühren, Arztkosten und Mechaniker. Entschuldigung. So viel auf einmal, ey. Ja. Zweitens, für gewonnene Rennen und Stunts erhalten Sie Prämien. Oh, Prämien.
So, drittens, achten Sie auf Sponsoren, die Ihnen Ausrüstung zukommen lassen. Sponsoren, YouTube! Dann, dann wollen wir mal... Mann, der Ladebildschirm dauert lange. Da müssen aber viele Texturen... Oh Gott, was war denn lässt er mal nicht über die alten Spiele, das ist ja... Gut, den Start habe ich mal sowas von verpasst. Jetzt verkackst du schon am Anfang, es war so klar. Bei unserem letzten und voll den Unfall! Ja, fangen wir vielleicht mit Unfall an. In die Luft wieder. Schon hat der Arzt wieder Arbeit. So funktioniert das, liebe Leute. Ah, ein Auto! Noch ein... ein Bus! Nein, ein Auto ist es. Da ist ein Bus! Aua, voll ins Auto gerast. Sehen Sie, und deshalb sind Ärzte reich. Genau so ist es. Kommt so ein Trottel und fährt gegen Auto. Oh, ich wollte es dann machen und brechen von die Beine. Aber auf. Du dich nicht vorher noch gefragt, wieso du einen Arzt brauchst, jetzt weißt du. Ich drück diesen Checkpoint nicht. Ich merk schon, das letzte wird schnell vorbei sein. Nein, wieder. Das ist, am besten wir nehmen das morgen auf, das wird lustig. Voll schwer, ich bin Platz 11. Von? 11. Ach, oh Gott, das Auto her! Ich fahr beim Hügel nie wieder mittig, ich sag euch. Ich sag euch, das fahrt nie mittig bei einem Hügel. Das kann Aua machen. Fährt auch nicht mittig, man fährt Rechtsspur durch in Deutschland, ja. Ach so, ja, deswegen kam das auch. Ja, natürlich. Auf dem 10. Platz ist Brad. Nee, okay. Oh, Gangnam Style. Ich glaube, ich mach einfach keine Stunts, die wär's dann. Ja, wäre vielleicht... Oh, voll durch den Checkpoint geflogen. Ey, ich sollte mal lernen, ey. Nichts lernen, hier wird, nicht gelernt. Nein. Nein, du willst das nicht nochmal anspielen. Die wird nicht nochmal angespielt, um besser zu werden. Die Leute müssen sehen, was für Kacknutz wir sind. Ja, was war das denn? Das der sieht noch nicht an. Sag mal! Verarschen! Ich war gerade ganz kurze Zeit, glaube ich, 10. Oh wow! Super! Ich mache jetzt wirklich nie wieder Stunts. Ja, ich sag's dir die ganze Zeit schon, ne? Nennen! Finish! Ja gut. Ja, oh Mann! Sag mal, ich kann aber auch... Das ist aber auch immer so, ne? Man startet einfach... Und man weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch kann oder sonst was. Man startet einfach und kann es einfach schumpfen. Hey, ist doch okay. Und meine Nase juckt. Kurz kratzen. Nein, du hast keine Zeit. Du fährst auf dem Motorrad rum, du hast keine Zeit für sowas. Voll gegen den Bus gefahren. Ich bin Platz 10! Juhu. Wie viele Runden noch? Warte, ich fahre jetzt gerade in der zweiten und es gibt insgesamt 5. Ja, dann wirst du vielleicht noch 9. Echt? Nein. Ich weiß gar nicht, wo die sind, ey. Meistens ist der letzte wirklich immer ganz schlimm. Ja. Der erste oder der letzte? Was? Der letzte? Wer ist ganz schlimm? Ja, das bist meistens du. Ich hab gar nicht. Nein. Ich bin momentan 8. Mann. Und ich weiß nicht, wie das zustande kam. Ich fahr hier einfach irgendwo im Gebüsch lang. Ja, nicht schlecht, ne? Einmal den Baum treffen und ich bin Matschepampe. Mal eben das Mikrofon anders hinstellen, legen. Allein ich bremse nie. Ja, wer bremst, verliert. Ja, aber wenn ich nicht bremse, mache ich wieder die Finish-Zeit so komisch. Das heißt, man muss bei dem Spiel auch noch bremsen, so ein scheiß Spiel. Hier, Need for Speed mäßig, nie bremsen, nur Nitro. Ja, das ist viel besser, ne? Ja. Stimmt, Need for Speed könnte mir auch was fehlen. Geht, glaube ich, auch in Multiplayer, soweit ich weiß.
Aber dafür müsste man halt die Singleplayer, sag ich mal, machen. Damit man halt vernünftige Autos hat. Das ist ja kein Ding, die kann man sich... Ach nee, man kann sie, glaube ich, auch so tun, ne? Ja. Ach ja, da passt ja. Kommt halt so an, welchen Teil. Ich bin mittlerweile Level 4, wollte ich gerade sagen. Position 4. Oh, voll der... Boah, so hier. Aber ich glaube, das dauert übertrieben lange, weil die Runden übertrieben lange dauern. Ist egal. Egal, ist halt ein längeres Video. Ja, immer noch besser als kack 10 Minuten Video. Ich glaube sogar, das geht schon bald an die 20 Minuten. Oha, und oh. Jetzt gucke ich einmal auf den Tacho, wie schnell ich fahre und ich mache den Unfall. Wie schnell bist du gefahren vor dem Unfall? Ich glaube 70 oder... Oh, 80! 80, oh nein. Bestimmt eine 30er-Zone, oder? Oh, das ist Tag. Hey, Tag. Ja. Nein, ich bin siebter. Nein. Nein. Krieg dich, Kevin. Kevin heißt der? Was für schwule Namen gibt's in deinem Spiel? Entschuldige. Ich grüß mal alle Kevins hier. Jetzt bin ich siebter. Das ist Lara. Und Flugzeug. Ich auch bringen? Nein. Ich grüße auch alle Laras, aber euer Name ist echt scheiße. Tut mir leid. Wer ist doch so? Wie kann man Lara heißen? Oh. Mann, die haben sich das nicht ausgesucht, das waren die Eltern. Es gibt nur eine Person, die Lara heißen darf, und das ist Lara Croft. Von Tomb Raider. Sonst darf das keiner. Ich sehe das ja. Deswegen ist sie so auf dem 5. Mal eben. Und ich fahr erstmal wieder gegen irgendwas. Ich sehe alle möglichen, also so dritten, vierten, fünften, zweiten, aber nicht den ersten. Der muss wohl Kilometer weit vorne sein. Nein, Auto, nein, du könntest, nein. Die Autos können es gleich vergessen. Mann! Ich würde erstmal einen Doping-Test machen hier, das ist alles beschiss. Ey, ich fahr jeden zweiten Baum, Mann. Ja, bist auch schlecht. Oh Gott, Guido ist hier auch. Und Hermann. Ich mag den Namen. Der ist cool. Hallo. Der macht Stunts, der ist cool. Das Guido ist wie Fridolin. Die Namen, die benutzt keiner. Nein? Du lässt ja eigentlich über Namen. Ich weiß nicht. Tut mir leid. Ja. Oh, Lara ist mittlerweile auf dem Platz 3. Ich glaube wirklich langsam, dass es Lara Croft, ja, da ist drin. Ja, die... Bitte nicht, oh, lass mich auf. Die reitet auf einem Dinosaurier und schießt da was rum mit ihren zwei Uzzis. Ah ja. Oh, ja, das nenne ich mal einen geilen Stunt. Ja, ich habe alle Lara Croft-Teile durchgespielt und war scheiß schlecht drin. Deswegen wird das auf keinen Fall Let's Play. Nicht von mir. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo noch Lara Croft, irgendwas. Ich habe alle Teile. Ich habe jedenfalls einen Teil, das weiß ich. Aber ich weiß gerade nicht welchen. Alle Spezialeditionen, alles gekauft, weil es ein echt geiles Game. Hey, kann ich noch weiter. Macht man einmal einen Stunt, ne, und man stirbt sofort. Okay, dann mache ich. Du stirbst sofort. Dann mache ich jetzt aber. Das machst du, ja, das ist aber super. Ey, das gibt's doch nicht. Ich will einmal einen Stunt machen. Du willst die ganze Zeit einen Stunt machen, du hast vor 5 Minuten gesagt, dass du keine Stunts mehr machst. Du machst du weiter. Letzte Runde. Okay, jetzt mach ich aber... Ich bin durch den... gegen den Checkpoint gefahren. Ja, das ist ziemlich blöd. Wer hat sich denn das ausgesucht, hier 10 Milliarden Bäume hinzustellen? Die Natur. Ich bin Platz 3? Was ist das mit der Natur? Ist unberechenbar. Okay, ich krieg das hin. Nö. Ich hab einen Sand gemacht. Erste mittlerweile endlich die letzte Runde. Oh, Dennis ist auf dem ersten. Liebe Grüße an den Dennis. Ich bin natürlich dann auf dem zweiten, wenn ich sage, der ist auf dem ersten. Und das ist die letzte Runde. Ja, dann mach mal hinter hier. Dennis, machst du mal einen Unfall? Danke. Machst du mal einen Unfall? Oh Gott, der überrundet schon den 11. So, ich als angehender Polizist kann das nicht dulden. Ich werde solche Spiele nicht spielen. Aua!
glaube, so oft wie ich schon da irgendwo... Aha, Lara hat sich auch hingepackt. So oft wie ich gegen Bäume gefahren bin und so, da muss ja schon sonst welchen Bruch haben. Ja, dafür ist der Arzt. Der flickt dich wieder zusammen und gut ist. Ich glaube, das kriegt der Arzt gar nicht hin. Aua. Fliegt schon in 1000 Einzelteile. Nein! Nein! Lara, mach einen Unfall. Ey, wenn sie mich ramst, Lara, ne, dann gibt's da was. Ich bin gerade Platz 2 wieder. Nein, kannst du vergessen. Yay, sie sind Zweiter geworden. Huh. Ja, nicht schlecht. Oh, Reparaturen und Arztkosten sind ja mal sehr teuer. Mhm. Ja, aber solange du fertig bist, würde ich sagen... Dann wollen wir mal zum Bildschirm zurückkehren. Und ich sag mal so, das war Rennen Nummer 1 und Rennen Nummer 2 folgt später. Dann sage ich mal tschö. Tschüss.